Ein starkes Team. Ein starkes Team, Junge. Ich bin der Stadt, ich bin der Es hat so ein komisches Gefühl, wenn man reingeht auf jeden Fall, ne? Hier in die JVA und dann Tür auf, Tür zu. Man weiß zwar, dass man wieder rauskommt, aber es ist halt schon, und man lernt ja auch die Leute hier ein bisschen kennen mittlerweile. Und ich weiß auch zum Teil, was die gemacht haben, da ist schon manchmal harte Geschichten dabei. So. Und dann ist das halt auch ein komisches Gefühl. Aber ich muss dabei sagen, da sind 100, 120 Leute gleich. Und ihr werdet sehen, die machen eine Stimmung wie 500 Leute. Das ist der Hammer. Und zwei war es das erste Mal, als wir im Knast aufgetreten sind. Generell, dass wir das erste Mal im Knast waren. Also am Anfang waren wir so ein bisschen, ja, war so ein bisschen beklemmend, wo wir es gesehen haben. Da müssen andauernd Türen aufgeschlossen, dann werden die wieder abgeschlossen, die hohen Mauern. Das war schon ein ganz besonderes Ankommen hier. Wo ich gesehen habe nach unserem ersten Song, dass die Mädels wirklich alle mitmachen, fiel mir wirklich so ein Stein vom Herzen. Das war so erfrischend, das war so toll. Ich möchte niemals irgendwie straffällig werden und weggeschlossen werden. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Und jetzt denkt der ein oder andere, hä, du lässt dich doch andauernd einschließen. Du nimmst an Reality-Formaten teil, wie zum Beispiel vor kurzem erst Big Brother. Das ist eine ganz andere Situation, weil da kann ich immer selber entscheiden, hey, ich habe keine Lust mehr, ich gehe. Hier die Mädels können nicht entscheiden, wann sie gehen, sondern das kriegen die vorgeschrieben von ihrem Urteil. Der ist genau perfekt für diese Vorweihnachtsstimmung, damit jeder die Traurigkeit kurz vergisst. Und natürlich mit Jürgen und Peter Milski zusammen war das optimal. Ne? Also ich glaube, wir haben alle mal kurz ihre Trauer und die Sehnsucht nach der Familie kurz vergessen können und den Haftalltag. Also perfekt. Also ist immer wieder toll, die Menschen zu sehen. Und das zeigt einem ja auch, wir sind alles nur Menschen, ne? Mit egal welchem Background.